Competition ist viel, viel höher als letztes Jahr. Das Fahrerniveau ist viel höher, das Niveau der Autos ist viel höher. Die Autos sind robuster, keine technischen Defekten bei der ganzen Konkurrenz. Und wenn man sieht, die ersten drei innerhalb von wenigen Runden, ist extrem spannend, extrem hart und macht natürlich auch extrem viel Spaß. Das war auch für mich das Spannendste der 24 Stunden, was ich bisher gefahren bin. Und immer am Limit zu fahren, ist sehr anstrengend für den Finger und für die mentale Stärke. Wir hatten ein grandioses Team. Wir hatten ein sehr homogenes Team, wo alle wirklich gut vorne mithalten konnten. Jeder konnte pushen. Und wir hatten zwei große Stützen mit Stefan Warsche und Frank Schüler, der für den leider kranken Markus Winkler einspringen musste, durfte, sich sehr gefreut hat. Man sieht, dass es immer enger wird. Die Jungs waren alle sehr gut vorbereitet. Von der Fahrerpaarung her sechs sehr, sehr gute Teams. Und von daher muss man wirklich, muss man sich anstrengen. Und das werden wir im nächsten Jahr versuchen, hoffe ich. I think it was a good experience. I learned a lot from the first lap to the last lap. Actually, I come here to enjoy and I did it, so that's a good sign and hopefully I can come next in the future. Ja, das war der totale Wahnsinn. So knapp, haben wir es nicht erwartet. Ein spannendes Rennen, total spannend, aber kein entspanntes Rennen, weil alle liegen so dicht zusammen, so dicht war es noch nie. Die ersten drei innerhalb von wenigen Runden und wir krabbeln hier mit den BMWs und versuchen, um den vierten Platz zu fighten im Prototyp Shell Team. Macht total Spaß und diesmal wirklich wettbewerbsfähig.